Hallo alle zusammen. Schauen Sie sich unsere Top ZFS Datenrettungssoftware an. Das ZFS-Datasystem ist ein revolutionäres Datasystem, das die Art und Weise, wie Datasysteme verwaltet werden, revolutioniert hat mit Funktionen und Vorteilen, die in keinem anderen heute verfügbaren Datasystem zu finden sind. ZFS ist robust, skalierbar und einfach zu verwalten. ZFS weist von den Prinzipien traditioneller Datasysteme ab, indem es auf das Konzept der Volumes verzichtet. Stattdessen bietet ZFS einen komplexeren Speichertool, der auf einem oder mehreren Datenträgern besteht. Träger können nach Bedarf hinzugefügt und aus dem Pool entfernt werden. Dateisysteme werden dynamisch erweitert oder ausgebaut, ohne dass bestimmte Träger neu portioniert werden müssen. ZFS bietet ein jederzeit konsistentes Festplattenformat. Dieses Modell stellt sicher, dass die Festplattendaten über einen auf rechenrangigen Zeitraum nicht überschrieben werden und alle Aktualisierungen nach dem Zufallprinzip erfolgen. Wie jedes andere Datasystem ist es jedoch nicht perfekt und kann abstürzen und Daten verlieren. Im folgenden Video sehen wir uns die Programme an, die diese Daten wiederherstellen können. Erläutern wir zunächst die Struktur des ZFS-Dateisystems. Das Dateisystem ist in 7 Hauptkomponenten unterteilt. CPA, DZ, DMU, SAP, ZPL, SIL und ZFOL. ZFS-Pools sind als eine Sammlung von 2 Arten von virtuellen Geräten konzipiert. Physische und logische Geräte, Devs. Physikalische Devs sind beschreibbare Blockgeräte, zum Beispiel Festplatten. Logische Devs sind aggregierte Gruppen von physischen Festplatten. Devs bilden einen Baum mit den physischen Geräten als Blättern. Alle Pools haben einen speziellen logischen Dev, das die Wurzel dieses Baums ist. Alle Zweige des Root-Dev werden als virtuelle Geräte der obersten Ebene bezeichnet. Jedes physische virtuelle Gerät enthält eine 256 KB große Struktur namens DevTag. Diese Bezeichnung enthält Informationen über das Gerät und alle virtuellen Geräte-Devs, mit denen es sich das oberste Dev teilt. Das Label besteht aus 4 Teilen. 8 KB Leerraum, 8 KB Bootblock-Header, 112 KB Parameterwerte und 128 KB über Blockstrukturen. Im Gegensatz zu anderen Dateisystemen hat ZFS kein solches Konzept wie Superblock, sondern ein Konzept namens DevLabel. Es gibt immer 4 von ihnen in der Struktur und jeder nimmt 256 KB. Sie befinden sich wie folgt. Am Anfang der Festplatte befinden sich die 0 und die 1. Das erste Label und das zweite und dritte werden in ähnlicher Weise nur von Enden der Platte platziert. DevLabel enthält über Blöcke, die Link zu Daten enthalten. Wenn Sie eines der Labels unterschreiben, kann das Wiederherstellungsprogramm Schwierigkeiten haben, Informationen auf dem Datenträger zu finden. Später in Videos werde ich zeigen, wie gelöschte Daten von einer Festplatte wiederhergestellt werden und wie Daten wiederhergestellt werden, wenn ein Teil der Dateisystemstruktur überschrieben wurde. Also habe ich im Linux-Betriebssystem einen ZFS-Datei-Tool erstellt, einige Dateien, ein paar Ordner mit Fotos, Videos und einige Dokumente auf die Festplatte gelegt und dann einige Daten gelöscht. Für unsere Tests haben wir einige der populärsten Datenrettungssoftware ausgewählt, wie Hetman Red Recovery, Yoast Explorer, Lacrame, Distrill, Wondershare Recovery und R-Server. Fahren wir also mit dem Testen der Programme fort. Wir schließen unsere ZFS-Festplatte an. Windows erkennt das ZFS-Dateisystem nicht. Nach dem Anschließen der Festplatte sehen Sie, dass das System das Gerät nicht erkannt hat. Und um die Festplatte zu verwenden, bitten Sie an, sie zu formatieren. Sie müssen nichts formatieren, das erste Dienstprogramm Hetman Red Recovery ausführen und die Festplatte scannen. Wie Sie sehen können, zeigt das Programm den Datenträger an, hat das Dateisystem ermittelt, zeigt den Namen und seine Größe an. Um den Inhalt anzuzeigen und nach gelöschten Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk Öffnen. In diesem Fall sollte ein schneller Scan ausreichen. Diese Art der Analyse scannt das Laufwerk schnell und zeigt das Ergebnis an, das Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen können. Bei einer solchen Löschung findet das Programm die Daten problemlos, zeigt alle Dateien an, die sich auf der Festplatte befanden, die gelöscht werden mit einem roten Kreuz markiert.
Eine vollständige Analyse und Suche nach Signaturen ist in diesem Fall nicht erforderlich. Da dies ein ziemlich langwieriger Prozess ist, haben wir viel Zeit gespart. Der Rand aller Dateien kann in einer Vorschau angesehen werden und es gibt auch eine Suche nach Dateinamen, die Ihnen hilft, die gewünschten Informationen schnell zu finden. Die Dateien wurden vollständig wiederhergestellt. Gleichzeitig blieb die Festplattenstruktur erhalten. Alle Dateien und Ordner befanden sich an ihrem Platz, was die visuelle Suche nach verlorenen Daten erheblich vereinfacht. Die Software hat mühelos und kostengünstig zuvor gelöschte Daten von der Festplatte des FS-Dateisystems abgerufen und wiederhergestellt. Führen Sie das folgende US Explorer-Dienstprogramm aus. Es werden der Laufwerkname, das Volumen und die Partition mit dem ZFS-Dateisystem angezeigt. Wenn Sie sich den Inhalt des Verzeichnisses ansehen, werden nur die Dateien angezeigt, die sich noch auf dem Laufwerk befinden. Es gibt keine gelöschten Dateien. Starten wir einen schnellen Scan. Eine schnelle Analyse zeigt das gleiche Ergebnis. Führen Sie nun eine Suche nach den verlorenen Dateien durch. Entfernen Sie hier unnötige Spuren, da sonst der Scanvorgang einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Das ist der Nachteil für unerfahrene Benutzer, die solche Spuren wahrscheinlich nicht abwählen können. Es dauert mehr als 15 Minuten, um die verlorenen Dateien auf einem kleinen 15 GB Laufwerk zu finden und es dauert länger, um einen größeren Laufwerk zu scannen. Die Folge ist, dass das Programm gelöschte Daten in einer anderen Farbe hervorhebt und Sie die Fotos nur in der Vorschau sehen können. Ein weiterer Nachteil ist, dass nicht klar ist, ob Sie sie wiederherstellen können oder ob die Dateien verloren gehen oder nicht. Es ist auch ungünstig, dass man das erst erfährt, wenn man die Vollversion kauft. Führen Sie das folgende Reclaim-Dienstprogramm aus. Zunächst zeigt das Programm die Laufwerke nicht an, daher sollten Sie zuerst den Proxy-Server konfigurieren, dann das Registerprotokoll, dann das Scanner der Laufwerke konfigurieren, dann beginnt das Programm mit der Analyse der angeschlossenen Laufwerke und zeigt deren Liste auf dem Bildschirm an, was ebenfalls einige Zeit in Anspruch nimmt. Es liest die Dienstprogramminformationen, bestimmt das Dateisystem, die Namen und so weiter. Am Ende zeigt es eine Liste der zugeordneten Laufwerke an. Hier ist eine Partition mit dem ZFS-Dateisystem darauf, dann erwarten Sie sie und starten Sie die Scan. Beim nächsten Mal gibt es keine Auswahl an Analysen, also überlassen Sie die empfohlene, entfernen Sie irgendwelche Markierungen von den Dateisystemen. Das Programm hat das Dateisystem erkannt, aber alle sind noch markiert. Im nächsten Fenster wird die Auswahl der Analyse durchgeführt. Lassen Sie empfohlene deaktivieren Sie die Kontrollkettchen der Dateisysteme. Das Programm hat das Dateisystem erkannt, aber gleichzeitig sind die Markierungen auf allen. Wenn Sie die Markierungen verlassen, dauert der Analyseprozess länger. Klicken Sie auf Start. Als Ergebnis wurden einige Dateien gefunden. In der Vorschau sehen Sie nur den Inhalt des Raubverzeichnisses. Der Rest wird nicht angezeigt. Es gibt keine gelöschten Dateien. Die Dateien wurden nicht gespeichert und die Festplattenstruktur ist kaputt. Und das Programm hat die Dokumente nicht wiederhergestellt.
Es wird wahrscheinlich eine tiefe Analyse benötigen, um die gelöschten Dateien zu finden. Drücken Sie Resume und um zu starten. Der Prozess des tiefen Scanners eines 50 GB großen Speichers dauert über 30 Minuten. Die Analyse verwendet eine Suche nach Typ, was man an der Art und Weise erkennen kann, wie die Dateien sortiert sind. Bei einer großen Kapazität des Speichers kann diese Analyse eine ganze Weile dauern. Dokumente können nicht in der Vorschau angezeigt werden. Einige der gefundenen Fotos können beschädigt sein. Die gleiche Situation gilt für Videodateien. Einige von ihnen können beschädigt sein, weil sie in der Einrichtung abgespielt werden. Die Struktur der verlorenen und beschädigten Dateien kann verloren gehen, aber der Speicherprozess wird in der Lage sein, sie in der Einrichtung wiederherzustellen. Die Drill ist als nächstes an der Reihe. Das Programm sieht das Gerät, seinen Namen und seine Kapazität. Die Dateisystempräzision ist nie definiert. Eine schnelle Suche ist für dieses Laufwerk nicht verfügbar, da das Programm Dateisystem nicht definiert hat. Nur einige Tiefanalyse ist verfügbar. Beim Scannen sucht das Programm auch nach Dateitypen. Dateinamen werden nicht gespeichert, aber die Analyse dauert zu lange und ist aufwendiger als bei anderen. Da einige der Dateien nicht gespeichert wurden, ist es schwierig herauszufinden, welche Dateien gelöscht wurden, um das Ergebnis zu ermitteln. Die vorläufige Überprüfung zeigt, dass einige Fotos und Videos beschädigt wurden. Die gefundenen Dokumente werden nicht angezeigt. Das Programm hat zwar einige der gelöschten Daten gefunden, aber es gibt keine Schnellanalyse. Gelöschte Dateien sind in keiner Weise gekennzeichnet, Namen werden nicht gespeichert. Dateien sind nach Typ in Ordnern verstreut und es ist schwierig, die richtigen Dateien zu finden. Die Analyse ist recht zeitaufwendig und aus Sicht der Ergebnisse der vorherigen Analysen wäre es besser, ein anderes Programm zu wählen. Das folgende Dienstprogramm ist Wanderschild Recovery. Das Programm sieht unser Testlaufwerk, aber der Name des Dateisystems und die Position sind undefiniert. Für dieses Dateisystem gibt es keine Auswahl der Analyse. Wenn Sie versuchen, das Laufwerk zu öffnen, wird sofort eine vollständige Analyse eingeleitet. Dieses Programm verwendet bei der Analyse eine signaturbasierte Suche. Dateien werden ähnlich wie bei den vorherigen Dienstprogrammen nach Typ sortiert. Nach Abschluss der Analyse können wir sehen, dass die Software in der Lage war, die Dateien zu finden und sogar die Festplattenstruktur teilweise wiederherzustellen. Es gibt keine gelöschten Dateien aus dem Ordner, deren Namen gespeichert wurden. Die übrigen Dateien sind nach der Typ verstreut, ohne ihre frühen Namen, sodass es schwierig ist, das Ergebnis der Überprüfung zu bestimmen. Einige der Fotos sind beschädigt, die Videovorschau ist auf 10 Sekunden begrenzt, sodass es nicht möglich ist, festzustellen, ob die Software in der Lage sein wird, sie vollständig wiederzustellen. Die Dokumente können nur auf der ersten Seite
eingesehen werden, der Rest erst nach dem Kauf der Vorversion. Alles in allem kann man sagen, dass die Software ZFS unterstützt, aber einige der Dateien sind beschädigt und es ist nicht klar, welche davon gelöscht wurden, sodass es schwierig ist, das Ergebnis zu bestimmen. Das nächste Dienstprogramm ist R-Server. Das Programm sieht unseren Datenträger, kann das Dateisystem nicht erkennen, der Datenträger hat ein unbekanntes Format. Es ist nicht in der Lage, das Dateisystem ohne Scannen zu öffnen, es startet eine Tiefanalyse. Als Ergebnis hat das Programm die Dateien gefunden, der Stammordner zeigt die gelöschten Fotos, ihr Inhalt kann in der Vorschau angesehen werden. Die Dokumente werden nicht angezeigt. Die auf dem Laufwerk verbliebenen und gelöschten Videos konnten nie gefunden werden und es fehlt auch ein Verzeichnis mit Fotos. Videos werden in den Vorschauen nicht angezeigt. Sogar die Struktur des Laufwerks wurde gespeichert, aber ein Verzeichnis fehlt. Als Freeware-Tools ist es nicht schlecht, aber machen Sie sich keine großen Hoffnungen, denn die meisten Informationen können nicht wiederhergestellt werden. Für den nächsten Test werde ich den Hauptwelt-Label überschreiben. Ich werde das Ergebnis in einem Disketting-Image speichern, dann werden wir das Bild weiterverwenden. Im folgenden Test werden wir nur die Anwendungen verwenden, die Daten vollständig wiederherstellen könnten und die Festplattenstruktur erhalten haben. Das sind Hetman Raid Recovery und EOS Explorer. Wir kennen das ungefähre Ergebnis der übrigen Programme. Starten wir also Hetman Raid Recovery. Wie Sie in diesem Fall sehen können, erkennt das Programm das Laufwerk, den Namen und das Dateisystem. Auch ein Schnellscan ist möglich. Das Ergebnis ist dasselbe wie von dem Überschreiben. Alle Ihre Fotos, Dokumente und Videos werden als gelöscht angezeigt, Ihre Namen und die Festplattenstruktur sind intakt und keine Ihrer Dateien ist beschädigt. Deren Inhalt kann ohne Einschränkungen in der Vorschau angezeigt werden, sodass Sie zu 100% sicher sein können, dass die Software den gesamten Inhalt der Dateien wiederherstellen kann. Führen das folgende Dienstprogramm EOS Explorer aus. Hier gibt es keine schnelle Analyse, sondern nur eine Suche in den Daten. Die Software kam zu demselben Ergebnis. Das Programm hat die gelöschten Dateien gefunden und sie sind in einer anderen Farbe markiert. Die Vorschau funktioniert nur bei Fotos. Dies ist ein großer Nachteil, denn es ist nicht bekannt, ob die Software in der Lage ist, sie vollständig wiederherstellen und um dies zu tun, müssen die Vollversion der Software kaufen. Daher gibt es keine Gewissheit, dass es funktionieren wird. Außerdem ist es unpraktisch, dass sie nicht wissen, ob sie sie wiederherstellen können, bevor sie die Vollversion kaufen. Wenn Sie sich die Fotos im Detail ansehen, werden Sie feststellen, dass einige Fotos auch nicht angezeigt werden. Was können wir also abschließend sagen? Aus der Liste der getesteten Programme haben zwei Programme Daten mit erhaltener Festplattenstruktur und Dateinamen gefunden, Hetman Raid Recovery und EOS Explorer. Der EOS Explorer zeigt keine Dokumente und Videos in der Vorschau an. Um die Dateien zu speichern, ist es schwierig zu wissen, ob die Dateien vollständig wiederhergestellt werden können. Dies ist unpraktisch, da Sie die Vollversion des Produktes erwerben müssen, um Dateien wiederzustellen, was dazu führen kann, dass Dateien beschädigt und Videos oder Dokumente teilweise nicht angezeigt werden. Hetman Raid Recovery zeigt alle Dateien in der Vorschau an, sodass Sie die Ergebnisse sehen können, bevor Sie die Vollversion kaufen. Das Programm verfügt über eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche, die auch für erfahrene Anwender leicht zu bedienen ist. Das Programm ermöglicht es Ihnen, die Ordnerstruktur und die Datennamen zu speichern, was das Ausfinden der benötigten Daten erleichtert und Ihren Zeit spart.
Der Algorithmus des Programms ermöglicht die Wiederherstellung von Daten, selbst wenn der größte Teil der Datensystemstruktur verloren gegangen ist und wenn noch Daten auf dem Datenträger vorhanden sind, kann es diese wiederherstellen und dem Benutzer anzeigen, da es bei der Suche eine Signaturanalyse verwendet. Es unterstützt auch die Wiederherstellung von RAID-Arrays verschiedener Stufen, einschließlich RAID-Z und der meisten Dateisysteme. Es hilft Ihnen auch, ein abgestürztes Festplatten-Array wieder zusammenzusetzen und verlorene Informationen wiederherzustellen. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.